Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Hof Bergmann, bei Mr. Freezy, der Sachse Hallo. Und der Tino. Ja, hi Leute. Hallo. Warum sagt man eigentlich zu Randy immer Sachse und zu mir nicht Thüringer? Ja, können wir machen. Mit dem Thüringer. Also, nee. Dann bist du jetzt in Zukunft das Würstchen, der Sachse und der Freezy. Also wenn, dann möchte schon die 100 Gramm XXL-Wurst sein. Nee. Bratwurst. Nee, du bist mehr. Das Interessante ist ja, also nee. Wenn du, ich meine, die Thüringer ist ja etwas dicker und länger, ja, als zum Beispiel die Nürnberger. Nürnberger ist aber auch nicht so meins, also keine Ahnung. Ja, aber hast du recht. Nee, ich wollte damit sagen, damit hast du ja Glück. Stell dir mal vor, du kämst aus Nürnberg, also das wäre schon. Hätte ich ein kleines Würstchen quasi. Ja, ja. Aber es gibt auch Thüringer, die kleine, also ja, kleiner sind. Na gut. Kleine Würstchen. Ich denke, am Ende macht's er richtig Würzung, ne? Ich sag immer, das, das rein und raus macht ja die Meter. Uiuiui. So, wir sind schon bei 50% mit unserem Silo. Na, geht's jetzt. Guck mal, du musst so sehen. Im dritten Gang bei 1000 Umdrehungen, weißt du, kannst du 50 fahren oder fährst du 50, aber im ersten Gang bei 3000 Umdrehungen fährst du es auch. Ja. Könnt ihr mir jetzt nachvollziehen? Also erster Gang kleiner Pimmel, dritter Gang großer Pimmel. Okay. Großer Pimmel, wenig Umdrehungen, kleiner Pimmel, große Umdrehungen, viel Umdrehungen. Naja, egal, muss halt ein bisschen mehr Gas geben. Also die Schlanken haben einen kleinen und die Dicken haben einen großen. So. Weil die müssen weniger machen. Und ich habe letztes Jahr 150 Kilo abgenommen, wollte ich nur sagen. Nee, war ein Spaß. Na gut, das war jetzt, naja. Nicht ja. So. Da, ne? Zusammen, Dings. Ja, wo kommt die Silage jetzt nochmal hin? Reifeisen, kannst du schon mal unten platzieren. Richtig, aber das kannst du ja schon mal platzieren, wenn es voll ist. Nee, weil dann suchen wir es wieder. Warum steht hier das Maisgebiss dann beim... Hängst wieder unten dran. Also. Können wir natürlich jetzt... Schade. Achso, warte mal, stopp. Wie viel Gebiss... Eins. Wie viel... Kredit haben wir noch? 25.000. Was kostet der... Bräuchte man noch immer Kredit. Also immer 5.000, dann könnten wir uns den Sammelwagen holen. Aber auch erst morgen früh, weil Händler hat zu. Ach, es hat ja alles zu hier. Mhm. Ja gut, dann weiß ich jetzt nicht so richtig, was ich tun soll, wenn ich ehrlich bin. Ich auch nicht mehr. Ich habe jetzt hier Dings alles aufgefüllt. Also hier. Mach gerade mal hier unser Weizendings alles. Ja, aber wenn wir alles angesehen haben, können wir doch warte mal, dann gucken wir noch mal hier hinten, ob alles voll ist, bevor wir spulen. Da hab ich gerade alles nachgefüllt, ja. Alles komplett hier hinten. Das habe ich nachgefüllt, ja. Könnte aber schon wieder runter sein. Alles komplett? Links und rechts. Jedenfalls Gas und Dings, kann aber schon wieder runter sein. Flüssigdünger, 19%. Den müssen wir nochmal auffüllen. Wahnsinn. Flüssigdünger wird extrem schnell alle, ja. Da sollten wir mal überlegen, ob wir das Tankvolumen nicht mal einfach umschreiben. Bei 1000 Liter ist halt Schwachsinn. Tino. Und Getreide, wir brauchen nochmal Weizen. Hier müssen wir Weizen rein. Ich bin enttäuscht von dir. Was? Du cheatest. Das ist kein Cheaten. Das ist rechts Modklau. Das ist verändern, du Klon. Modklau. Modklau ist, wenn ich es verändere und dann wieder anderen Leuten anbiete. Wenn ich es nur für mich tue, ist es doch okay. Nee. Doch. Nee, du gibst es ja weiter. Wen denn? Uns. Ja, ich gebe es das. Bestimmt nicht. Da, du hast mal deine Schulden bei mir. Welche Schulden denn? Ja, meinst du 1750 Abos gibt es für umsonst? Ach so. Ach, das sind alles deine zweite und dritte Counts. Gut, dann weiß ich Bescheid. Klar, bin fleißig. Martin Bangladesch, der hat aber einen komischen Nachnamen. Nicht Martin. Aber da habe ich auch mal ein interessantes Thema, ne? Also folgendes, und zwar, ich habe ja meinen Jahresabschluss gemacht. Ne? Mein Jahresrückblick meine ich, nicht mein Jahresabschluss, das habe ich nur fürs Finanzamt gemacht. Aber mein Jahresrückblick gemacht. Und da habe ich zum Beispiel auch angesprochen, dass Gronkh ist ja zum Beispiel, finde ich ganz interessant bei seinem Jahresrückblick, er hat ja auch so gesagt, dass er ja der größte Kanal in Deutschland ist, ne? Aber halt so, er beobachtet natürlich ja auch, also sinngemäß jetzt, natürlich kein Zitat, er beobachtet ja auch andere Kanäle und er glaubt,
tatsächlich, dass er 2016 oder jetzt ja irgendwann halt nicht mehr der größte Kanal sein wird. Okay. Mhm. Meinst du, er meinte dich oder was? Also er sieht natürlich meine Entwicklung auf YouTube, also wie ich jetzt ja. Und dass jetzt Gronkh am Tag so viele Abonnenten macht wie ich im Monat, sei jetzt erstmal dahingestellt. Nee, Spaß. Aber er hat das tatsächlich mal so kurz angerissen und angeschnitten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hoffe wirklich extrem. Ich komme gleich zu dem Thema, ne? Weil das hat auch mit damit zu tun. Aber ich hoffe extrem, dass es nie passieren wird. Dass es nie passieren wird, dass irgendein Beauty-Channel, irgendein Vlog-Channel oder sonst was Gronkh überholt. Da hast du recht. Also ich Warte ganz kurz noch. Ja? Weil für mich persönlich, also meine persönliche Meinung, keiner hat die Gabe, Menschen zu unterhalten auf so eine, grandiose Art und Weise wie der. Und Alter, wenn da in irgendeinem Beauty-Kanal oder irgendein Vlog-Kanal oder sonst was, klar, die Videos sind auch unterhalten, die schaut man sich auch an oder sonst, also die Beauty-Scheiße, gut, damit kann ich nicht anfangen, aber das ist ja eher was für die Frauen. Aber so Vlog-Kanal, klar, guckt man sich so mal gerne so einen 4-5 Minuten Vlog an, so ein bisschen zusammengeschnitten und alles, ist ja ganz cool. Aber, nee, also so, schon alleine wegen der Authentik. Authentizität. Gibt es keinen anderen, der so authentisch wie Gronkh ist, in meinen Augen keiner. Und so ehrlich. Das kann natürlich auch alles nur Fassade sein, ohne Frage. Aber ich, für mich persönlich, ist es so. Und ich hoffe inständig, dass es nie passieren wird. Aber, ne, da ja YouTube auch immer mehr in die Richtung geht, die Zuschauer sind ja nur reines Klickvieh. Und YouTube ja auch immer mehr zur Gelddruckmaschine wird, ne? Und mittlerweile ja auch bekannt ist, dass große YouTuber also auch viel Geld generieren mit YouTube oder man eben viel verdienen kann oder sonst was, ne? Da redet man jetzt nicht über 100 Euro im Monat oder über 500 Euro im Monat. Wäre jetzt so mal die Frage, was wäre es euch wert, wenn irgendein riesengroßer YouTuber mit über 1 Million Abonnenten auf euch zukommen würde und würde sagen, pass auf, ich bin groß, ich bin Fame, ich bin geil, ich push dich, ich zieh dich hoch, aber ich will Kohle dafür haben. Ah. Was? Ja, nee, hast recht. Ja würdet ihr Geld bezahlen dafür? Um euren YouTube-Channel pushen zu lassen von einem großen YouTuber und wenn ja, na gut, man kann es, denke ich, so genau nicht sagen, aber so ungefähr vielleicht wie viel oder so? Keine Ahnung. Ah, jetzt habe ich aber ein Thema angesprochen. So, das ist ein heftiges Thema. Ah, ja. Ich würde es nicht tun. Was? Ich würde es nicht tun. Okay. Dann so rein, in meinen Augen so rein geschäftlich, das ist nicht, mehr Lust, also ist nicht, weil die Leute sich verstehen oder so, es ist einfach nur, er hat mir jetzt dafür Geld gegeben, ich push ihn und was weiß ich, wir nehmen 20 Folgen auf und danach ist wieder Sense. Das ist so, nee. Also, weiß ich nicht. Hm. Gut, man kann schwer sagen, vielleicht sollte man noch dazu sagen, ich push dich auf 100.000 Abos, sagt er. Okay. Also das ist so das, sage ich mal, das Ziel. Das Geld, was du mir bezahlst. Gut, wenn es natürlich gar nicht geht, geht's nicht, ne? Manche sind halt einfach, wenn du irgend so einen Lappen hast, der einfach scheiße ist, der die Leute nicht unterhält, der den ganzen Part nichts sagt oder nur bin doch mal lieben. Weißt du? Und ja, die kannst du pushen, aber da passiert ja, das. Weißt du, dann ich weiß nicht, solche Leute sind unpushbar in meinen Augen. Aber keine Ahnung. Wenn er jetzt sagt, du kommst bei den Zuschauern gut an, dann sagt, okay, pass auf, 100.000 Abos mache ich klar für dich, dafür willst du nichts. Ja. Willst du nicht machen, Füsi? Ist er noch da, der Fisi? Ja, ich hab in der Nähe gesagt, also ich würde es nicht tun. Okay. Und Pixel, du? Weiß es nicht, ganz ehrlich. Verlocken, ne? Verlocken, findest du? Es kommt drauf an. Also es kommt natürlich drauf an. Im Endeffekt ist es scheiße, weil wenn du es dir nicht selber erarbeitet hast, zumindest nicht zum bestimmten, also ich sag mal, ich will jetzt auch keine Namen nennen. Es gibt da so ein paar Kanäle, die finde ich halt, die sind zu Unrecht gepusht worden. Ey, warte mal.
ganz kurz, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber wer hat jetzt meine Silage weggefahren? Ey, Randy, ist doch nicht dein Ernst, oder? Du Penner, bereit mir das hier vor, mühselig, den ganzen Hänger voll. Bereit hier vor, das hab ich letzte Woche, hab ich den da unten drunter gefahren, hab das ganze Gras dann gekippt. Deine Mutter wäre ich auch nochmal anrufen irgendwann. Ja, das kannst du doch gerne machen. Ja, mach ich auch. Kannst du anrufen. Dich auch so von Anti-Mate bist. So, naja, gut. Warte mal, Pixel will häckseln, dann... Brauchst du um die Silage wegzufahren und nicht den riesen Traktor, bring den mal wieder her. Also wie soll ich sagen, ich finde, wenn du im Grunde nur das vorwegnimmst, was sowieso passiert wäre, wie soll ich sagen, aber das ist auch schlecht. Man weiß es halt nicht, also es ist auf jeden Fall nicht die feine englische Art von dem, der sagt, ich will Geld dafür. Warum? Weil der das mit... abgehoben ist. Weil das super abgehoben ist und weil der mit den Leuten natürlich auch spielt, wie du schon selber sagst. Hm. Wenn das jetzt jemand ist, der... wo du genau weißt, der ist dann weg vom Fenster. Ja, also der hat sowieso kein Potenzial, aber der würde das trotzdem machen, weil er kriegt ja die Kohle dafür. Dann fände ich es grenzwertig. Wenn das aber jemand ist, wo er wirklich sagt, aber auch dann würde er das machen, weil er der Überzeugung ist. Also, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich finde das auch relativ grenzwertig. Ich glaube, ich würde es auch nicht machen. Ich würde drüber nachdenken und würde dann sagen, nein, das will ich nicht. Nachdenken, klar, aber... Ja? Okay, also du denkst, dass du... Hoppala! Du denkst, dass du in die Richtung gehen würdest, mit der Tendenz, nein. Ja. Okay. Und du denn? Randy? Ist einfach, ne? Nö. Einfach? Nö. Also, die Antwort ist einfach, nö. Das ist die Antwort darauf, ja. Dann, ich bin ehrlich, ich sag ja. Ui. Warum? Warum? Folgender Grund. Und zwar... kurze Information. Es ist nichts gewachsen. Ist gar nichts gewachsen? Nein. Pflanzenwachstum schnell. Aber es wächst doch hier sowieso nur in der Nacht, oder? Das haben wir deaktiviert. Ach, das haben wir deaktiviert? Seit wann das? Warum? Der Mod ist draußen. Warum? Ja, aber der Mod war doch nicht dazu da, dass es hier nur in der Nacht wächst. Ja, du hast den Mod raus, dass du es nur in der letzten Wachstumsstufe häckseln kannst. Der Gründinger-Mod, ja, das ist richtig. Ist der andere hoch draußen? Der macht nicht, dass es Nö. Wächst. Redet weiter, ich guck nebenbei in den. Ich hab übrigens so ein Dings gekauft, hier so einen Sammelwagen, so einen Beinsammelwagen. Redet weiter. Also, na gut, ich bin ehrlich, ich sag ja, es ist jetzt so, naja, es ist jetzt einfach so ein Raum geworfen. Es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die man sich da durch den Kopf gehen lassen muss. Und ich denke, es ist eine Entscheidung, die sollte man sehr gut treffen, weil, es kommt natürlich drauf an. Erstens, bin am falschen Feld, ich nehm's zurück, ja. Wenn es halt ein einmaliges Angebot ist oder sonst was, dann sollte man sich das schon sehr durch den Kopf gehen lassen, weil es ist schwierig. Weil im Endeffekt, es gibt alle großen YouTuber so, ne, außer jetzt so die kompletten Alleingänger, die es einfach geschafft haben, alleine groß zu werden, sind ja irgendwo gepusht oder gefördert worden, weißt du? Also das stimmt, die haben mit großen aufgehört. Wie viele von diesen ganzen, also wie unglaublich viele Minecraft-Kanäle sind aus dem Boden gestampft worden und nach oben katapultiert worden von, sage ich mal, den bekannten Minecraft-Spielern, ne, Mehrzahl. So, wie viele, also unglaublich viele. Ne, die aus dem Nichts gekommen sind, bam, 100.000 Abos. Okay. Und, das einzige Problem, was halt ist, ist halt, dass man Geld dafür bezahlen soll, ne? Ja. Das ist halt so ein, sag ich mal, so ein Gewissensbiss. Weil im Umkehrschluss, wenn einer zu euch kommt und sagt und will was mit euch machen und der ist groß, dann denke ich, wird euch auf jeden Fall sehr viel im Kopf rumgehen. Oh krass, das bedeutet für mich. Also der kann mich auf jeden Fall, das gibt neue Zuschauer ohne Ende, das gibt Abonnenten ohne Ende oder whatever, keine Ahnung. Ne? Der einzigste Unterschied dabei ist ja nur, dass ihr kein Geld dafür bezahlt. Ja. So, aber es ist im Endeffekt, es ist ja dasselbe. Und da würdet ihr es ja wiederum machen.
gut, aber der Faktor Geld ist natürlich, sage ich mal, der spielt schon eine große Rolle. Ist doch nichts gewachsen. Also ich bin jetzt am richtigen Feld, die 27, und es ist nichts gewachsen. Also ich finde, es ist echt schwierig. Also, ja. Es ist echt schwierig. Weil also, es kommt natürlich auch darauf an, wie viel Geld und so weiter. Ihr konntet ja jetzt keine Schätzung dazu abgeben, weil ihr es alle verneint habt. Aber ich denke, einen gewissen Betrag ist es tatsächlich wert, ja. Ja, wird nicht dazu kommen, also keine Angst, Leute. Er kommt aber nicht immer auch darauf an, wie du YouTube siehst, als was das für dich ist. Was glaubst du, was YouTube, ja. Und du siehst YouTube als was jetzt für dich persönlich? Für mich jetzt Spaß, Hobby. Genau. Und warum? Was macht? Weil es nicht anders geht. Weil du kein Geld damit verdienst. Genau. Du hast aktuell keine Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Ja. Das stimmt, ja. Richtig. So, das heißt, aufgrund deiner Abonnentenanzahl, muss man einfach so sagen, und ich kann das so sagen, weil ich selber mit 0 Abonnenten angefangen habe, ist YouTube reines Hobby. Und Spaß und so weiter und so fort. Ja. Sobald du anfängst, den ersten Euro damit zu verdienen und immer mehr Sachen dazukommen und du dir dann schon ein kleines Taschengeld und dann vielleicht schon ein größeres Taschengeld und dann irgendwann sogar drüber nachdenken müsstest, meinetwegen, ups, ich könnte ja eventuell mein Leben, oder ich verdiene ja bei YouTube genauso viel wie auf Arbeit, ne? Sollte ich dann die Zeit auf der Arbeit nicht lieber in YouTube stecken und das versuchen weiter auszubauen? Ne? Das sind ja alles so eine Fragen, die man, oder Sachen, mit ja, denen sicher. Man sich dann beschäftigt. Dann fängt es an, geschäftlich zu werden. Genau. Ja gut, so. Davon bin ich ja noch meilenweit entfernt. Aber. Richtig, aber Spaß sollte immer dabei sein, ohne Frage. Aber es wird, denke ich mal, da ganz oben im YouTube-Olymp wird ziemlich hart geschossen. Und die haben alle aus Spaß. Und die haben alle aus Spaß angefangen. Weißt du? Und da aber meine sich, Lieben, ich ja. unterbreche das jetzt fertig, hier. So, ja. Genau, wir sind nämlich am Ende der Folge schon bei 17 Minuten. Würdet ihr das machen? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben? Und könnt ihr ja auch nächste Folge noch weiterreden. Das ist ja so ein Thema. Ne? Auf jeden Fall, finde ich nämlich eine relativ wichtige Sache. Genau, schaut bei den anderen vorbei, die stehen in der Beschreibung und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, mein Lieben. Tschüss. Alles klar, tschüss.